Sega. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Space Marine. Diesmal I am Ultramarine. Und ich habe mir gedacht, na, es war gestern und vorgestern so mega heiß. Heute geht's schon wieder, da kann ich auch mal wieder eine Aufnahme machen. Ja, ich habe mir gedacht, Space Marine geht halt irgendwie immer. Und deswegen heute mal als Ultra. Weil zum einen ich hier dieses Ding habe, also dieses DLC-Teil. Und zum anderen habe ich mir gedacht, müssen wir ja mal Ultras behandeln, weil, also aus diversen Gründen. Ich stelle mir das aber so vor für heute, weil Ultras sind ja so super flexibel und immer genau nach dem Codex Astartes und bla und Dings. Deswegen werde ich heute mit allen drei Klassen spielen. Heißt, zuerst hatte ich überlegt, nur mit dem taktischen zu zocken, weil das ist ja irgendwie dann perfekt für Ultras. Aber ich habe mir überlegt, nee, die sind ja auch so taktisch flexibel und super geil und überhaupt. Und deswegen einmal alle Klassen. Da Wochenende ist, vielleicht habe ich auch eine Chance, hier tatsächlich ein Match zu finden. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, muss ich mal schauen, ob ich vielleicht alternativ eine Runde PvP mache, wenn jetzt hier nichts geht. Da kann ich halt nur immer nicht garantieren, welches Team ich kriege. Also wenn ich zum Beispiel auf der Chaos-Seite bin, ist natürlich schlecht für Ultras. Aber wenn ich auf der Space Marine-Seite bin, könnten wir das da auch machen. Naja, und ansonsten, ich sag mal, Ultramarines, das sind ja quasi Römer. Das weiß man ja, ne? Also irgendwie in ganz vielen Punkten entsprechen die denen. Also jetzt hier Namensgebung und sowas, aber auch eben tatsächlich mit dieser ganzen Codex-Nummer. Also so von wegen, okay, Kriegstaktiken und hier, wie man wo vorgeht und was wann zu tun ist, standardisieren und dann dementsprechend handeln oder so, damit nicht irgendwie so barbarenmäßig jeder macht, was er will, sondern damit es eher so ist, wir wissen genau, jetzt, weiß ich nicht, kommt hier Beschuss mit Pfeil und Bogen, deswegen hier Schildkrötenpanzer, so, ne? Oder die Gegner haben Kavallerie, also muss man sich so und so hinstellen. Das ist alles völlig verinnerlicht und die wissen das alle, also jeder Soldat weiß das und jeder Captain, Chef, Centurio, was auch immer. Und deswegen läuft das dann auch alles so super geil und deswegen sind die ja auch so überlegen, sag ich mal, so anderen Typen gegenüber. Jetzt muss man natürlich sich überlegen, ist ja jetzt ein Unterschied, ob hier 40. Jahrtausend oder halt irgendwie so das Jahr 0. Ne? Und deswegen denke ich ja, passt das natürlich nicht so ganz mehr, weil jetzt zum Beispiel, wenn man so ein Hochtechnologievolk wie die Tau oder so nimmt, ja, wo auch ganz klar Sachen vernünftig ablaufen, beziehungsweise, das können wir auch auf andere Völker nehmen. Vielleicht nicht auf Orks, aber sonst auf fast alles, ne? Nehmt ihr irgendwie hier Tyranniden von mir aus, ja? Und sagt, okay, Schwarmintelligenz, bla, alles mit Instinkten und wie auch immer. Das läuft auch nach Standardschemen ab. Also Tyranniden, die machen ja auch nicht irgendwas, sondern das, was dann irgendwie so eingeben ist und bla bla. So, aber nichtsdestotrotz sind das hier die, also die Römer, quasi Ultramarines, die Begründer ja, des Codex Astartes so und leben danach und bla bla und die wissen halt, wie es geht. Das ist natürlich hier und da auch mal ein bisschen ein Problem, weil es sehr eng ist, weil die zum Beispiel nicht einfach sagen können, ey, dann lass doch jetzt einfach mal das und das machen, sondern nein, der Codex würde vorschreiben, wir müssen jetzt mit zwei Mann geradeaus laufen und einer geht links rum und versucht die zu umgehen und einer rechts lenkt ab oder so. Das steht im Codex, also muss es genau so gemacht werden. Die würden niemals auf die Idee kommen, eigentlich, oder nicht kommen dürfen, davon abzuweichen und zu sagen, ja, nee, links der Typ lenkt ab und rechts der darf rumgehen. Es sei denn, das würde im Codex Astartes drinstehen, so von wegen, ja, man kann die Seiten auch tauschen oder so. So, wenn das aber nicht ist, das ist halt auch ein Problem, sag ich mal, von dem, weil das hat zwar viele Vorteile, danach zu leben, danach zu gehen, weil jeder weiß an sich theoretisch auch andere Space Marine Orden wissen, wie man wo wann vorgeht. Das heißt, wenn ich auf dem Schlachtfeld irgendeinen Bruder treffe von irgendeiner anderen Kompanie oder vielleicht sogar von einem anderen Orden, der und ich kann gar nicht mit dem richtig kommunizieren, dann weiß der aber trotzdem, wie vorzurücken ist und was wo ist, der weiß dann, auf welcher Seite ich ihn decke und so weiter. Aber wie gesagt, andersrum natürlich auch immer das Problem, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Und das behandelt hier übrigens auch die Singleplayer-Kampagne, wenn man die spielt. Da kommt man immer wieder in Situationen, wo der eigene Captain, also der Typ, den man spielt,
wo der sagt, ja, nee, ihr seht doch, das funktioniert nicht, lass mal so und so machen. Und dann sagen aber seine Leute, nein, hallo, hier, das grenzt ja schon an Häresie, weil wir müssen ja dem Kodex folgen und bla bla, Alter. So, ja, ne, so, das ist halt das Problem da. Aber gut, für jetzt, alles hat geklappt, wie ich es wollte. Wir starten mit einem Devastor und nehmen dann als nächstes, denke ich, einen taktischen und danach einen Sturmmarine oder andersrum, muss ich mal gucken. Ja, vielleicht nehme ich auch als nächstes einen Sturmmarine und dann danach den taktischen, das ist, glaube ich, sinnvoller. Noch ein Devastor. Nicht sehr munitionseffizient, was ich hier mache. Das ist aber nicht so schlimm beim schweren Bolter, weil zum einen habe ich als Perk eh wieder das Munitionsdepot, also so, dass ich sowieso mehr Schuss habe. Und zum anderen, ja, Junge, geht schon. Der Codex Astarte schreibt hier im Kampf gegen die Orkhorden vor, auf Distanz bleiben und alle kaputt machen. Also so steht das da drin, das habe ich selber nachgelesen. Und deswegen mache ich das natürlich auch, weil ich als Ultra muss natürlich nach dem Codex Astarte leben. Ne? So, jetzt einmal den Storm. Bam. Nochmal den Storm. Bam. Und nochmal. Bam. Ja. Das geht schon ganz gut. Ist aber, finde ich, relativ langweilig. Wobei das Prinzip natürlich geil ist, dass so ein Space Marine halt so ein krasser Typ ist, dass wenn der hier stompt, dass alles um ihn herum erbebt und alle irgendwie kaputt gehen und weiß ich nicht, was schon bei der Waffe überhitzt wird. Ist irgendwo noch einer da unten. Einmal Munition hätte ich gerne, aber ist okay. Ja, wie gesagt, einmal Munition hätte ich gerne. Die Granate würde ich auch nehmen, wenn er die snackt, er natürlich. Im Devastor immer, also zumindest mit dem Bolter, mit dem schweren Bolter, ist es ja so, wenn man hier zack in den Stand geht, so wie ich das jetzt bin, dann hat man die hohe Schussfrequenz und kann halt hier mal richtig rasieren. Aber es dauert halt im Moment. Ne? Also in diesen Stands zu gehen, das macht er nicht instant, sondern nur zack, jetzt hat er sich wieder so hingestellt. Also ich kann das halt natürlich machen. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich hier quasi immer nur so Bolter-Einzelschuss. Das ist irgendwie nicht so geil. Also hat auch gut Durchschlagskraft, weil ihr seht das ja, so ein Grott ist immer direkt mit einem Treffer natürlich hin. Normaler Ork glaube ich auch. Ein Shooterboy schon nicht. Ja, aus Gewohnheit eher gedrückt für Nachladen, aber das muss man ja nicht beim schweren Bolter, weil der einfach nur nach Munition und Hitze halt geht. Ja, jetzt wird's aber echt eng. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie mal Munition kriege, dann sieht's nicht so gut aus. So, und deswegen bleibe ich jetzt sogar auch einmal hier. Normalerweise müsste ich zum Punkt gehen, als Devastor ja sowieso. Aber meine Idee ist hier ein bisschen zu rasieren, einmal Munition zu snacken und dann dahin zu gehen, denen zu helfen. Zumal das mit dem Stomp ja eigentlich auch ganz gut ist für Kills. Ist halt nur irgendwie ein bisschen albern, weil wir wollen ja alle kaputt schießen. Die Granate lasse ich liegen, weil ich meine, mehr als zwei kann ich eh nicht tragen. Okay, jetzt sollte ich mal gehen. Oh Gott, war schlecht von mir. Alter, was ein Lappen. Tja,
Das ist ganz klar jetzt, weil ich nicht nach dem Codex Astartes gehandelt habe. Der schreibt nämlich vor, wenn man so einen Punkt erobern muss, wie da hinten zu sehen, Punkt erobern A, da muss man sich als Devastor da draufstellen, in seinen Stand gehen und dann einfach rasieren. So, da steht so da drin, ich habe es nicht befolgt und ihr seht, direkt bin ich down gegangen. Geht natürlich gar nicht. Was übrigens auch sehr geil ist hier als Ultra, also in diesem Aussehen. Ich bin ja schon irgendwie sowas wie so ein ehrwürdiger Typ oder so hier, Veteran Space Marine oder so. Also ich meine, das ist ja voll die krasse Rüstung, die ich hier anhab. Nichts Normales. Aber ist ja wohl auch nur angemessen. Zum einen, weil Ultras ja sowieso irgendwie die geilsten sind und so. Sieht man ja auch immer an Games Workshop. Also ich meine, das ist halt der Games Workshop und so der Vorzeigeorden, wo immer alles für gemacht ist. In den verschiedenen Grundboxen habt ihr dann auch immer die Decals drin, extra nur für Ultras und so. Und, oh, da ist ein Vierter ins Spiel gekommen. Sehr schön. Gesagt hat. Die Shooter Boys, die kriege ich nicht mit einem Schuss weg. Es wäre eigentlich auch schlau gewesen, sonst im ersten Durchgang den Sprung, den Sturm Space Marine zu nehmen. Wobei das im zweiten Durchgang auch noch geht. Ich finde halt immer, dass später es unheimlich schwer wird. Also, jetzt, wenn ich zum Beispiel, also zwischen Wellen 15 und 20, weil das Problem ist halt klar, man hat die hohe Mobilität, was gut ist. Und womit man dann auch immer mal zwischendurch abbauen kann und so. Aber man ist so super anfällig. Ich meine, das ist was beim Devastor gefällt mir halt nicht so gut. Also zum einen, klar, der ist super tanky. Der kann auch dann einfach mal hier stehen bleiben und ein bisschen was einstecken. Problem ist nur, so wie vorhin. Okay, wobei war natürlich auch schlecht gespielt von mir, weil ich zu lange gewartet habe. Aber trotzdem, man wartet dann und irgendwann wird es kritisch, also hier mit dem stellern Stern vor allem. Irgendwann wird es kritisch. Und wenn man dann meint, okay, jetzt laufe ich mal eben schnell weg, ja, geht man halt down. Weil ich einfach, ja, zum einen nicht die Bewegung oder die Beweglichkeit habe, um da wirklich vernünftig auszuweichen. Und zum anderen, so tank ist er dann auch nicht, als dass er sich einfach den ganzen Beschuss in den Rücken geben könnte. Jetzt ist wieder sowas. Ich kann eine ganze Zeit hier Beschuss einstecken. Alles kein Problem. Aber irgendwann muss ich dann mal weggehen. Denn gerade die Shooter-Boys machen... Also jetzt nicht so den super... Oh, das ist ein Ding, geil. Die machen jetzt nicht so super krassen Schaden auf einmal, aber die ballern halt fast die ganze Zeit. Und davon dann mehrere ist halt nicht so geil. So, und jetzt handeln wir mal nach dem Codex Astartes. Der besagt übrigens auch für taktische, dass man den Devastoren die Munition nicht wegnehmen soll. Hat er jetzt halt genau gemacht, aber gut, ist da halt nichts. Ja, aber wir handeln jetzt nach dem Codex und stellen uns mal hier schön auf den Punkt, wie man das halt so machen sollte.
Also ich denke, wenn man den Stomp echt skillt, was ja viele immer machen, dann, warum nimmt der das denn nicht? So. Dann kann man da schon noch auch noch besser rasieren, weil ich meine, das ist ja so schon echt ziemlich stark. Wenn Waffe überhitzt, ist es kacke. Okay, Punkt erobert. Jetzt müssen wir noch den anderen nehmen. Microsoft. Ah, okay, nee, haben die Jungs schon. Doof ist auch, dass man aus dem Stand raus nicht direkt stompen kann. Also ich kann nicht direkt meine Spezialattacke hier machen, sondern ich muss erstmal wieder da rausgehen und dann kann ich das machen. Und das ist halt auch was, ja, natürlich nicht ganz so ideal. Was wiederum heißt, wenn man den Stomp skillt, dass man einfach gar nicht in den Stand geht und die ganze Zeit einfach rumstammt. Oder man nimmt einfach eine andere Waffe, weil ich weiß es nicht, Laserkanone, da ist, meine ich, wenn man im Stand ist, dass man einfach so scharfschützenmäßig abgehen kann. Bei der Plasma ist das mit dem Aufladen, aber dafür muss man nicht in so einen Stand gehen, sondern das hat man ja quasi so schon. Na, falscher Knopf. Munition brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist die letzte Welle und dann ist wieder Break und neue Map. Jetzt wieder das Lustige, es kommen 5 Milliarden Orks auf einmal, aber es ist eigentlich völlig egal, weil diese Türme ja schon aktiv sind. Na gut, aber das war auf jeden Fall der Devastor. Punktetechnisch sieht es gut aus. Wir sind ganz oben, so wie sich das gehört. Ja, und dann würde ich sagen, als nächstes Sturm Space Marine. Nehmen wir euch den mit dem Hammer, weil geil. Er sieht schon fett aus. Auch geil übrigens bei dem Torso, dass er jetzt das Ding mit dem Sprungmodul hat. Also, dass man richtig sieht hier. Das ist ja immer, die fand ich früher sowieso geil. Also, wenn man die auch so gebaut hat und so. Dass man Space Marine gemacht hat mit diesem Torso. Also, der diese Gurte quasi hat, die das Rückenmodul halten. Ah, okay. Ich muss natürlich jetzt gerade schon wieder gucken. Ich bin jetzt von der stabilsten Klasse, also die, die am meisten aushält, zu der Klasse gegangen, die am wenigsten aushält, aber natürlich am meisten Single Damage macht, weil ich meine sogar, dass der Energiehammer noch mehr macht als der Melter. Da habe ich natürlich auch sowas wie einen Storm. Nehme ich den hier. Bam, das ist natürlich auch richtig geil. Aber es dauert ziemlich. Also ist der Storm von den der war zwar schon ein bisschen besser. Totale Rasur hier. Noch einer mit dem Hammer. Übrigens auch lustig, dass der andere Typ, der auch der Devastor war, jetzt wieder die gleiche Klasse und die gleiche, ja, ich sag mal, Skillung quasi genommen hat wie wir, also die gleiche Bewaffnung. Weil ich jetzt natürlich nicht weiß, ob der eine Plasma oder eine Voltpistole hat. Voltpistole macht wirklich ziemlich hohen, erst brauche ich nicht, ziemlich hohen Schaden gegen ungepanzerte Ziele, also gegen so normalen 0815 Orks. Sogar mehr als die Plasmapistole, aber sobald die Rüstung anhaben, also hier diese roten immer mit den Energiewaffen, dann, Alter, dann wird's schon doof. So, weil da ist auf jeden Fall die Plasmapistole ordentlich überlegen. Ich musste gerade ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier jetzt down gehe an so einfachen Gegnern. Aber Shooters immer schlecht als Sturm Space Marine. Das sind die Gegner,
wir natürlich über hier wie heißen die Bazooka-Typen? Ballerboys sind einfach die Shooters. Wie heißen die denn? Was weiß ich. Raketentypen halt. Alter, wie heißen die denn? Gab's doch richtig als Truppen mit Sprengsprit dabei. Ja, ich weiß es gar nicht. Egal, also die auf jeden Fall mögen wir nicht als Gegner. Boah, Junge, was ein Schaden. So, mal schnell hier das Dings anschmeißen, was ich habe. Also ich habe ja hier auf Q keine Granaten, sondern so ein Stimpack. Was ein bisschen Energie auflädt, aber ihr seht es jetzt natürlich auch nicht so super viel. Ne? Also da muss ich mich schon teilweise mal ein bisschen verstecken und wieder hier das Energiefeld von der Rüstung aufbauen lassen. So hat er das Equipment nicht genommen. Das war ich mal ein bisschen. So. Munition geht noch. Es ist immer mal gut, auch Munition zu haben für die Plasma, aber deswegen gehe ich jetzt mal. Okay, ist die Munition jetzt weg? Ja, haben die sich das nicht. Toll. So, und das hier ist schon relativ hart. Also, die Jungs sollten mal hier hinkommen, die taktischen da vor allem. Weil. Jetzt kommt schon einiges hier an Gegner. Und als Sturm Space Marine kann man nicht die ganze Zeit bestehen bleiben. Weil es einfach viel zu hart auf die Schnauze geht. Ja, nicht so geil, was meine Mitspieler hier gerade machen. Also vor allem sage ich ja, okay, der eine macht, glaube ich, gar nichts. Jetzt hat er die Bastel gewählt. Aber auch der taktische, der muss halt da unten an dem Punkt sein. Ich meine, jetzt ist es und geht da bald down. Aber das sage ich ja, man muss sich da immer ein bisschen bewegen. Das ist so eine Sache. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dass die Mitspieler alle da sind. Weil je mehr da draufstehen, desto schneller kann man so einen Punkt einnehmen. Gerade hier wird es nämlich da schon kritisch. Also eigentlich ist die Map hier noch nicht so schwer. Aber das mit dem Punkt, wenn es die Mitspieler nicht raffen, dann wird das echt hart hier in der Mitte. Ich meine, alles andere wäre easy. Also jetzt ist egal. Das mit den Squigs ist nur dann schwer, wenn man es nicht rafft. Also dass man halt sich nicht von denen immer kaputt sprengen lässt. Ich sag mal, wenn man das nicht macht, dann ist das easy. Kampfkills, die können wir anders machen jetzt. Also wenn man die hier vernünftig trifft, die mit den Energiewaffen, dann ist es okay. Wenn nicht, dann zerschnetzeln die einen in absolut 0, nix. So wie mich jetzt hier gerade. Hab ich nochmal Glück gehabt. Alter. Eieiei. Das ist groß. Will ich mir. Jetzt ist einer gesprungen, dann nehmen wir den anderen. Den da. Ah, ne, ist kein Fass. Wie heißen die denn? Bazooka Boys? Keine Ahnung. Wie die auch die Sprengskills nehmen. Panzerknackers, genau so heißen. Ja, zum Glück bin ich da jetzt drauf gekommen noch, ey, weil das ist eigentlich ein Boss.
Weil das ist ja immer dieses, kennt er ja, oh fuck, Granate. Kennt er ja sicher auch, wenn man dann nicht da drauf kommt. Okay, hier werde ich down gehen, muss ich weg. Das ist auch das Problem mit dem Hammer, wenn man den mit Laramas Segen nimmt, also mit dem Kettenschwert Perk, dass man Energie auflädt oder Leben auflädt, wenn man Leute hittet, dann ist das noch recht easy. Aber ohne das, habt ihr ja gerade gesehen, geht da gar nichts. Ich meine, klar mache ich Schaden, aber ich... Schattenboxen. Das mit den Granaten ist unheimlich gefährlich immer für einen Sturm Space Marine. So weg. Das mit dem Hammer. Okay. So, Punkte sehen wir gut aus. Wir sind ganz oben. Okay, einer ist rausgegangen. Ah, der von der Devastor war und irgend so ein komischer ist jetzt hier neu. Durchbruch auf Ebene 4. Ja, und das hatte ich in einem früheren Durchgang ja auch schon mal gesagt. Es gibt hier oben so einen Spot, wo man hier zum Beispiel, wo man als Sturm Space Marine sich einfach hinstellen kann und dann ein bisschen mit der Pistole die Dinger wegschießt, weil, weiß ich nicht, drei Treffer von so einem Squig, also drei explodierte Squigs und man ist direkt weg, meine ich. Ist halt auch wieder das Geile als taktischer, da rollt man sich halt einfach weg und gut ist. Als Devastor nimmt man es einfach hin. Wobei das auch nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Weil Sturmspace-Mobilien ist halt schlecht. Okay, so Kurzzeitpunkte können wir ja mal machen. Ganz schön Bonus-Points. Habt ihr gesehen, ein Squig und direkt ist das gesamte Schild oder Energiefeld weg. Plus noch ein paar HP, deswegen auch gerade, was ich da gemacht habe, rückwärts laufen und dabei schießen. Super gefährlich hier. Genau wie dieser Punkt hier, weil hier am Ende auch noch welche rauskommen. Aber super gefährlich, weil man nämlich häufig dann rückwärts in irgendwelche Squigs reinläuft. Einer da, ne, das war's. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Ja, das war der Sturm Space Marine und ich muss sagen, heute läuft's ja bisher, wobei der eine Devastor-Tod natürlich richtig lappenhaft war, aber wir bleiben uns treu, auch in dieser Runde haben wir wieder genau einen Tod. Das ist schon geil mit dem Energiehammer. Ja, heißt, jetzt kommt der taktische. Ist ja auch eigentlich ganz gut, weil in diesen höheren Wellen ein taktischer eh immer gut ist. Das hier mein Standard-Dings, aber mit Melter ist mir, glaube ich, jetzt noch lieber, weil es hier nämlich schon echt hart werden kann. Primäre Behältnisverankerung fällt aus. Abriegelung aktiviert.
Herausforderungen bestanden durch mich. Das ist klar. Jetzt muss ich nur schon langsam gucken. Der Mummy. An sich nicht so die geilen Ziele für Melter, aber ja doch, der da schon. Ja, ordentlich Munition. Das ist gut, dann sind wir wieder voll. Mehr nehme ich nicht, da die paar Schuss soll ein anderer machen. So, und jetzt wird es schon hart, weil hier es wieder so ist, sofern nicht alle da mithelfen bei dem Punkt, wird hier gerne mal das Spiel verloren. Technisch geht dann mir schon was. Und Punkt erobert, sehr schön. Dann kann man sich ja wieder ein bisschen bewegen. Aber das ist halt auch wieder so das Geile. Also zum einen natürlich auch die Brüder hier mit dem Codex Astartes, also sind dem Beispiel der Ultramarines gefolgt, würde ich mal meinen. Scheiße, Melter fast leer. Ja, und dann funktioniert das natürlich auch, ne? Nehme ich gerne. So, jetzt sind wir wieder ganz gut ausgerüstet. Melter zwar nicht ganz voll, aber das ist nicht ganz so schlimm. Okay, das war gut. Also das ist häufig problematisch hier mit diesem Punkt. Sind aber auch ganz gut aufgestellt. Das hier ist ja immer die perfekte Zusammenstellung, wie ich sage. Ne? Also ich finde ja immer zwei taktische, einen Devastor und einen Sturm Space Marine ist ideal. Wobei es am lustigsten natürlich ist, wenn alle Sturm Space Marines sind. Aber ist mal lustig in den Anfangswellen, aber das geht hinterher natürlich nicht mehr. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht gibt es irgendwelche krassen Freaks, die es natürlich voll drauf haben, die sagen, ah Junge, gar kein Problem. Zwei Russe, also Melter raus. Zack, Melter ins Gesicht, Junge. Ja, die haben wir jetzt nicht so geil performt. Ja, gucken wir mal. Also wenn Marine zusammenspielen, deswegen auch so geil, denke ich halt, wenn man wirklich so einen kompletten taktischen Trupp hat. Also jetzt bei 40k so. Ist das schon einfach ziemlich nice.
Oder halt auch einfach ein Devastor. Also wenn ein Devastor geschützt wird, dann kann der halt einfach ordentlich rasieren. Das wäre natürlich mal geil, wenn meine Leute hier hinkämen. Der Devastor ist da. Der geht da bestimmt gleich wieder down. Ihr müsst schon auf den Punkt kommen, Leute, sonst bringt das nichts. Ja, Sturmbolter für sowas natürlich voll scheiße. Na, das sollte der Dude mit dem Waffenautorisation bestätigen. Heavy Bolter machen. Okay, das ist gut. Und jetzt. Alarm. Alarm. Energielevel über experimentellen Parametern bestätigt. So, eine Welle noch, dann haben wir's. Das ist der Sturm, genau, der Sturm Space Marine ist erster, aber hat halt schon zwei Tote, aber hat die meisten Punkte geholt. Naja, mal gucken. Jetzt mal noch letzte Welle. Schon ein paar Flieger. Aber mit dem Schild. Wäre mit dem Melter jetzt effektiver gewesen, aber ist dann ein bisschen voll reinhauen. Xenos vernichtet. Oh, sehr schön. Schutzmaßnahmen. Schade, ist aber nicht mehr auf 1 gekommen. Aber wir haben die meisten Kills und halt kein Gefieder, also keine Tode. Okay, das war der taktische, so wie es, finde ich, für die Ultras am allerpassendsten ist. Und weil das so ist, werde ich jetzt in der letzten Runde tatsächlich einfach nochmal den taktischen nehmen. Von den Stats waren wir jetzt das einzige Mal nicht Erster, aber ich denke, das ist okay, weil wir einfach trotzdem ganz gut performt haben. Die Sache ist jetzt bei den letzten Wellen, ist es enorm relevant eigentlich, wer hier was nimmt. Weil wenn wir da nicht vernünftig hinkommen von der Munition, wird es nämlich richtig hart. Aber mal gucken, was die anderen sind. Deswegen finde ich das halt immer ganz gut, wenn zumindest ein Sturm Space Marine dabei ist. Ist er auch wieder? Toll, hat sich das Ding weggesnackt. Der
zwei Devastoren. Okay, und ich glaube ein Plasma dabei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was natürlich geil wäre, weil der Plasma-Devastor, finde ich, sowieso unheimlich stark ist. Okay, eine Laserkanone, okay. Nicht so geil. Also wir haben eine Laserkanone. Einer ist tot, der Sturm Space Marine. Das ist natürlich nicht so gut. Punkt halten. Auf der Brücke. Okay, dann mal los. Ah, ein bisschen Munition wäre cool. Laserkanone ist in den letzten Wellen natürlich super, aber jetzt vielleicht noch nicht so. Das ist halt das Geile als Taktischer, dass man sich einfach einmal wegrollt und dann nochmal BÄM ins Gesicht. Aufpassen. Ah, ich dachte, da gehe ich down wegen der Granate. Alter! Fuck, fast down. Los, Energiefeld. Jawohl. Jetzt haben wir langsam mit dem scheiß Punkt hier spielen. Feld steht wieder. Energie geht auch so langsam. Sehr schön. Also Lebensenergie. Ah ne, da hat einer einfach so einen Plasmawerfer dabei. Okay. Macht natürlich auch Sinn. Habe ich eigentlich auch etwas lieber als den Melter. Aber ich finde, der Melter ist unerlässlich für diese höheren Wellen hier, weil, ne, die Munition brauche ich nicht. Ja, also keiner, ich brauche dann nämlich so. War eigentlich ganz okay auch hier mit Munition jetzt. Ich meine, so haben wir einen Sturmbeutel wieder fast voll. Ja, also ich finde, der Melter ist halt fast unerlässlich, also hinterher gegen die Chaos Marines zum einen, aber vor allem auch hier einfach für dieses ganze fette Zeug, weil man ja einfach wirklich so ist, ein bisschen so wie eine Shotgun, sag ich mal. Dass man einfach alles direkt wegmacht, was vor einem steht. Wow, und ich gehe dran. Na, die Granate, weg, 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 weg. Alter, da hätte ich ja gedacht, ich wäre down. Ja, und ich finde auch da, also es sind vor allem immer die Shooter, die einen dann platt machen, weil ich sag mal, zum Nahkampf kann man relativ leicht bis auch vielleicht mit dem Sturm Space Marine disengagen. Ist auch mit dem Devastor, meine ich. Aber die Shooter.
Shooters kommen dann halt immer noch schön, ja, hinterher quasi. Die bleiben halt einfach stehen und machen einen dann weg. Okay, Punkt ist erobert. Das waren jetzt drei Melterschüsse, das ist doch Blödsinn. Scheiße, ich wollte eigentlich die Munition da haben, aber die ganzen Gegner da. Sturmbolter ist natürlich nicht mehr so stark jetzt am Ende, aber er hat halt so eine schön hohe Schussfrequenz und es sind ja immer auch mal diese, ich sag mal, etwas leichteren Ziele dazwischen, ja, die man halt dann damit einfach gut rasieren kann, ne? Fuck. Oder es kommt einfach ein Big Boss und macht mich direkt weg. Oder ein Squid. Ja, super. Shit. Ich meine, da war ja auch genau ein Spawn Point, schon klar. Aber, naja. Ja, der Big Boss da ist natürlich fett. Und ich muss echt gucken. Also, die dürfen nicht jetzt beide down gehen. Der geht wahrscheinlich jetzt down. Aber wir müssen diesen scheiß Punkt da holen. Okay, den einen Big Boss habe ich, aber ihr seht, da ist direkt noch einer. Ja, und wenn wir nämlich jetzt da unten den Punkt nicht holen, dann haben wir jetzt gleich verloren. Der Sturm Space Marine rafft das, der Rest aber nicht. Okay, ich bin wieder da. Tja, das war's wahrscheinlich, weil die Jungs hier. Ah, wobei doch, der Devastor ist da. Oh Mann. Tja, Niederlage. Punkt nicht erreicht oder nicht eingenommen. Sehr schlecht. Tja, ich würde sagen, das hier ist die Hauptsache. Wir stehen nämlich wieder ganz oben. Alter, ey, hier voll der Fieder mit 4 Toten, Junge. Ich meine, klar, Sturm Space Marine ist das eh immer so.
als Devastor eigentlich voll gar nicht. Also keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber naja. Gut, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eigentlich doch eine ganz gute, erfolgreiche Runde aus unserer Sicht jetzt. Also einmal schön rasiert. Ich meine, klar, die Ultras haben es halt drauf und so. Hat ja einen Grund, dass Games Workshop die irgendwie als hier... ja, quasi Vorzeigeorden nimmt und so, ne? Und ich meine, Römer sind ja eh immer geil. Und ja, da kann man jetzt natürlich wieder weiter spekulieren. Nicht nur spekulieren, sondern auch mutmaßen und Dings so mit Römer und Imperium und Riesenreich und dann aber Grenzen alle nicht verteidigen, Feinde aus dem Inneren und bla und so. Also, ne? Ich meine, ihr habt bei 40k ja sowieso eigentlich komplett nur Parallelen zu irgendwelchen historischen Sachen und sowas. Ist halt alles irgendwie in einen Topf geschmissen, sehr geil. Aber gut, ich sehe gerade hier meisterhafte Energierüstung, die von Artificiern von Makar gefertigt wurde. Sehr geil, was steht bei den Templars? Energierüstung mit den Siegeln des Ordens der Black Templars verziert, sehr geil. Und die Space Wolves haben eine Energierüstung für die wilden Krieger des Ordens, der angepasst wurde. Ja, mit Fell und so. Naja, also die hier macht natürlich schon richtig was her. Die Schultern sind halt richtig fett. Ja, die anderen, der Blood Angel sieht noch echt geil aus, den müsste man eigentlich kaufen. Blood Angel ist eigentlich geil. Legion of the Damned, cool. Iron Hands auch cool. Blood Raven relativ normal, aber halt geil, weil es ein Blood Raven ist. Aber na gut, ich würde sagen, das war mal wieder eine Runde Space Marine ins Gesicht, Exterminatus. Ja, mit den Ultramarines und ich würde sagen, ich bin für heute raus und mal gucken, was als nächster Orden kommt oder ob ich mal irgendwie was ganz anderes mache. Vielleicht mal die Kampagne anzocken, ja, ich weiß nicht so recht. Also, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschö!